Verdammt, wo bin ich? Was ist mit mir passiert? Jungs, wo seid ihr? Kamikov! Glenn, was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Du hast ja keine Ahnung, wie glücklich ich bin, dich zu sehen. Ich habe so viele Fragen. Wo sind wir? Was ist los mit uns? Was ist mit den Händen passiert? Wo ist Vlad? Glenn, beruhige dich. Lass uns dich jetzt mal zuerst hier befreien, Alter. Glenn, komm schon, Alter. Hörst du das auch? Ja, hörst du es auch? Ja, da ist deine Tür. Vlad, schau mal. Jo, Bro. Was ist das? Bring weg, Kamikov, was ist los mit dir? Kamikov, er macht mir Angst. Warum spielt er Krebs? Kamikov! Beruhige dich jetzt, ich werde dir alles erklären. Lass dich einfach befreien. Bist du schon lange bei ihm? Nein, nur eine Minute. Kann man ihm vertrauen? Ich weiß es nicht. Er scheint uns zu befreien, ja? Verdammt, Kamikov, endlich ein bisschen nützlich. Leute, verdammt, ich habe in diesem Schrank mariniert. Stand, es ist eng, Meter für Meter. Ich stand auf und jetzt ist es starr mit mir, so eine Art Kokon. Beruhigt euch, Jungs, ich erzähle euch alles. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich zumindest an irgendwas erinnert hier. Ich kann mich an nichts erinnern. Also, das Letzte, woran ich mich erinnere, ist, dass ich in einem Hubschrauber geflogen bin. Dann haben die Triebwerke versagt im Helikopter und wir sind in eine Art Ozean abgestürzt. Das waren wir, die mit dem Hubschrauber aus dem Gefäß geflogen sind und jetzt ist das Schiff gelaufen. Nein, Alter, und dann war überall Nebel. Einige Kreaturen führten mich zu irgendeinem Labor und jetzt bin ich hier. Also, bei mir scheint alles so zu sein. Meine Beine, alles ist in seinem Ort. Bist du ganz glänzig? Ja. Hörst du alles gut? Wie viele Finger? Ja, vier. Verdammt, Kamikov, irgendwas mit dir stimmt nicht. Okay, Leute, ich glaube, wir sind zurück in etwas farbigem. Und es ist gut, dass wir darin Erfahrung haben. Wir müssen einen Weg hier rausfinden und herausfinden, was los ist. Fangen wir mit diesem Video an. Und hallo an alle, mein Name ist Vlad4, Glenn Kamikov und willkommen in den Cartoon-Welt. Also, Leute, wir müssen uns umsehen. Kamikov, du bist hier wo rausgekommen? Leute, ich weiß nicht, ich wurde hier reingeworfen. Die Tür ist geschlossen, Alter. Und was für ein Monster hat dich hier bitte reingeworfen? Wer? Ein Monster! Ich weiß es auch nicht, Jungs. Kamikov, du machst mir Angst. Mit welchem Monster hängst du da überhaupt ab? Ich weiß es doch nicht, Mann. Also, Lendig, wir beobachten ihn. Für sich wenigstens gut. Wie viele Abonnenten auf dem Kanal? 24 Millionen. Scheint richtig zu sein. Ja, ich glaube schon. Leute, schaut doch mal, da ist eine andere Tür. Also, versuche die Tür aufzudrücken. Ja! Also, was ist da? Was? Ja, kletter durch. Eine Art Safe. Hier ist ein Wohnzimmer. Wow! Eine Kabine. Oho, Leute! Oh, das sind Meeresalgen. Leute, das ist echt lecker, Alter. Leute, ich verstehe nicht, warum alles so negativ behandelt wird. Das ist sehr, sehr lecker. Glatt, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Er sieht so aus, als würde ihn in eine Art Meeresbewohner verwandeln. Er fängt an, Algen zu essen, die Krallen wachsen. Okay, also beruhigen wir uns. Wir müssen herausfinden, was das hier für ein Ort ist. Hier ist ein Bett, ein Safe, ein Fenster. Fenster? Schau, wo wir sind. Also sind wir eigentlich unter Wasser? Also, versuchen wir es zusammen. Wir sind einem Helikopter ins Meer gefallen, ein paar Monster, wir sind eine Art Unterwasserbasis, wir müssen aus einem Unterwasser-Kartonbunker oder U-Boot raus. Hier ist die Herausforderung, Leute. Das hatten wir doch nie gehabt. Aber das ist natürlich seltsam. Also Kamikov war schon immer seltsam. Aber das auf passt doch gar nicht rein. Also, wir haben hier irgendein Safe und wir müssen ihn irgendwo öffnen. Ja, lass machen. Leute, hier ist dieses Schloss, das ihr drehen müsst und irgendwie die Nuhen richtig wählen müsst. Ich weiß überhaupt nicht, wie man sowas öffnet. Ich habe eine Idee, Leute. Versuchen wir mal, diesen Safe zu öffnen. So, was haben wir? Was ist da drin? Wir haben hier ein Stethoskop. Woher kennst du diese Wörter? Ist nicht wichtig. Und dann haben wir noch eine Pinzette und ein Skalpell. Glenn, ich habe Filme über Raubüberfälle gesehen. Du musst irgendwie auf den Safe hören und musst es drehen. Ich weiß, so klickst. Alles. Komm schon, ich drehe und du sagst, wenn ich aufhören soll. Komm schon. Also, ich drehe. Dreh. Oh. So, zweimal nach vorne. Eins, zwei. Aha, weiter. Also. Oh, warte, stehen bleiben. Drei, sechs. Aha, noch ein bisschen dahin. Hör auf. Also, geöffnet. Wie hat es denn manchmal funktioniert? Und das Skype wurde nicht benötigt. Lustig. Und was ist das? Schultergurte? Leg das zurück, das ist nicht deins. Das ist eine Art Kapitänskajüte. Okay, mal sehen, was im Safe ist. Fernbedienung? Ernsthaft? Vielleicht haben sie hier noch ein Tastentelefon platziert. Finden wir es in einer Art Vergangenheit? Wo ist neueste Technik? Welche Fernbedienung? Warum nicht im Paket? Ganz ruhig. Lass das uns mal ganz ruhig angehen. Also schau mal, hier der große rote Knopf. Alle sind grau, aber der hier ist rot. Drück es. Ich drücke.
Opa. Also? Komm schon, wir haben wir diesen Fernseher nicht gesehen? Der Admiral der Unterwasserbasis spricht mit Ihnen. Ja, wir sind auf einer U-Boot-Basis. Ich hatte recht. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, bedeutet das, dass Sie den Safe geöffnet und den Fernseher eingeschaltet haben? Wenn ja, bin ich wahrscheinlich nicht mehr hier. Und das bedeutet, dass unsere Basis von intelligenten Unterwasserkreaturen angegriffen wurde. Und diese Kreaturen führen Experimente an Menschen durch und wollen die Menschheit versklaven. Nur du kannst sie aufhalten. Dazu müssen sie ein Versteck finden, das sich in einer Höhle am Grund des Ozeans befindet. Die Koordinaten der Höhle sind auf der Karte im Torpedoraum vermarkiert. In Ordnung, Leute. Alles passt zusammen. Wir befinden uns in einer echten Unterbasis aus Pappe. Und das Schicksal der Menschheit liegt in unseren Händen. Oder bei jedem Krallen. Mhm. Ist ganz nervös. Also, wir sollten weitergehen und wir sollten alles mitnehmen, was nützlich sein kann. Das Walkie-Talkie. Ich nehme die Skalpel. Leute, nehmt mal hier diesen Kohl, Alter. Ist es auf? Welches Kohl? Ja, eine Flasche Wasser für dich. Nein, nein, ich helfe dir, ich mach's selbst. Oh, Leute, ich liebe es, die Menschheit zu retten. Also, lass uns gehen. Wow, Leute, ich sehe sowas zum ersten Mal in meinem Leben. Wunderschön. Also, die Fische schwimmen. Verdammt, schade, dass ich kein Handy dabei habe. Ich würde so ein Story auf Instagram drehen. Schönheit. Du bist selber ein Krebs. Mit wem spricht er? Geh weg von mir. Seh dich an, Alter. Du bist eine Krabbe. Spricht ihr mit Fischen? Kibikow. Mit wem sprichst du denn? Runter von mir. Leute, ich glaube, wir müssen uns beeilen. Kibikow benimmt sich sehr, sehr seltsam. Mir scheint, dass er von Experimenten betroffen ist, die sehr ungeheuer auf diese Beiß an ihm durchgeführt haben. Uff, Kibikow, warte, wir sind hier, wir sind da, wir sind du. Ja, aber warum nennen sie meinen Namen? Okay, Leute, machen wir uns schneller weiter, lassen wir nicht ablenken, Kibikow, schauen wir nicht auf. Leute, hier ist eine Tür und sie geht nicht auf. Es scheint kugelsicheres Glas zu sein. Gut, dass wir einen Skalpel mitgebracht haben. Jetzt werde ich versuchen, das Glas damit zu schneiden. Ein Skalpel ist etwas, das unglaublich scharf ist und es konnte funktionieren. Ja, okay. Ich habe getroffen, Leute. Es kommt. Ja, es kommt. Ja, eine weitere Kerbe. So. Skalpel ist genial, wie scharf. Wir müssen vorsichtiger sein. Leute, ich kann jetzt rein und die Tür öffnen. Oh. Es hat funktioniert. Sehr gut, Mann. Wahrscheinlich nehme ich das Skalpel mit. Sehr, sehr nützlich. Weißt du, was ist hier? Also Leute, ich möchte euch daran erinnern, was unser Hauptziel ist. Wir müssen den Torpedoraum finden, um die Monsterhöhle mit Torpeden zu treffen. Aber das ist wahrscheinlich kein Torpedoraum, weil es hier keine Torpedos gibt. Aber hier gibt es Dreizacke, Speere und Schränke. Mal sehen, was da drin ist. Dreizack, Speere, was gibt es noch hier? Ninjakos, Chakos, vielleicht ein Laser-Jedi-Schwert? Was noch für ein Dreizack? Was ist in dem Schrank? Also du, mit Krallen, kletter besser nicht in den Schrank. Also Kibikow, versuch es einfach nichts kaputt zu machen. Hör zu, vielleicht können wir deine Zangen skalpieren. Nein, Leute, scheint mir, dass ich damit ein Metallgitter schneiden kann. Das ist nützlich. Wow. Was ist also im Schrank drin? Es ist eine Tauchausrüstung. Wo soll das? Schaut, Leute, hier sind die richtigen Sauerstoffflaschen. Hier ist Sauerstoff, hier sind die Ruhe und hier ist eine Maske zum Atmen. Das ist doch nicht alles. Hier gibt es noch eine Aktentasche. Vielleicht ist da noch etwas drin? Wenn überhaupt, können wir die Dinge, die wir finden, hier reinlegen. Genau. Was ist mit der anderen Seite? Ein weiterer Rucksack. I4, schwarz. Vielleicht ist es sogar wasserdicht. Finden wir es heraus? Hier können wir die Sachen tun, die wir mittragen. Klasse. Also, was haben wir hier noch? Leute, Hilfe! Jemand hat mich gepackt! Jungs! Beruhig dich! Sei still! Warum benimmst du dich wie ein Fisch? Ich weiß es nicht. Also, du hast dich im Netz verheddert. Nun, wie ist das möglich? Leute, bitte helft mir raus! Verdammt, ein großes Problem. Ruhig, Kibikow, sie werden uns hören. Wegen dir gibt es nur Probleme. Wir werden uns finden. Niemand hat dich angegriffen. Verdammt, du benimmst dich wie ein Krab. Du bist ein Mensch. Bleib doch ein Mensch, Kibikow. Komm, dein Kopf. Komm hier raus. Raus aus dem Netz. Raus aus dem Netz weg. Alter. So, und sie haben hier noch einen Hai gefangen. Schau, bist so groß wie ich. Groß, zahnig. Hast du Angst vor Hai? Also nehme ich eventuell noch diesen Speer mit mir. Achtung, kritisch niedriger Sauerstoffgehalt. Warten Sie das Filtersystem. Also Leute, jetzt haben wir noch Belüftungsprobleme. Also, ich sehe da einen Lüftungsschacht. Einer kann reingehen und versuchen, den Filter zu wechseln.
Ich kann das machen. Oh nein, Kubikov, du musst ja die ganze Zeit beobachtet werden. Wie sollen wir dich da hinschicken? Glenn, lass mich auf ihn aufpassen und er wird unter meine Waffe sein und du gehst hin. Ja, es gibt sowieso nur eine Taucherausrüstung, also werde ich wohl gehen. Ja, Glenn, wir müssen uns beeilen, bevor Kubikovs Kiemen wachsen. So, also hier, halte das Funkgerät. Okay, komm schon. Ich habe eins auch mit, dann können wir kommunizieren. Also zieh deinen Tauchausdruck an. Rucksack für mich. Halt die Tauchausrüstung fest. Also, nimm die Maske. Da kommt Sauerstoff raus. Und nimm einen Speer. Plötzlich triffst du ihn. Okay, also Kubikov, dann die Lüftung mit deinen Krallen durch. Siehst du, er kann nützlich sein, wenn er will. Komm schon, Glenn. Okay. Aber wenn plötzlich er in ein Monster verwandelt, wird er es gegen uns verwenden. Kubikov, fühlst du dich noch okay? Okay, Leute, ich gehe in die Lüftung rein. Also, und ich, Kubikov, werde für alle Fälle einen Dreizack mitnehmen. Jungs, gib mir doch besser den Rucksack. Ich werde ihn da hinten brauchen. Warte mal, da ist Wasser, ein Skalpel, alles, was zum Überleben braucht. Gib schon her, danke dir. Nun, Vlad, ich sehe die Tür zum Nebenzimmer. Lass uns herausfinden, was da draußen ist. Lass uns gehen. Aber wenn was, Kubikov, kann ich mich für mich nicht bürgern. Vlad, schau mal hier, was hier ist. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, Kubikov. Sei doch vorsichtig, wenn du nicht willst, zum Krabbenstock zu verwandeln. Nun, Vlad, komm schon, du bist der Erste. Ja, beeil dich, schnell, bevor sie sticht. Komm schon. Also. Ich bin durch. Kubikov, beeile dich. Wow, ich hab's geschafft. Puh, ich hab es endlich in den Filterraum geschafft. Es ist nur noch sehr wenig Sauerstoff vorhanden. Also, wir müssen uns beeilen, um das Problem hier zu beheben. Puh. Also, sie haben gerade über das Walkie-Talkie gesagt, dass das Problem im Filtersystem liegt. Also müssen wir herausfinden, was der Filter ist. Oh, hier sind die Wassertanks. Mit Hilfe von Pumpen gelangt das Wasser in die Tanks. Es wird gefiltert, um es von Verunreinigungen, so wie Salzen und Metallen, zu reinigen. Danach wird das Wasser in diese Reinigungskammern gepumpt. Dabei wird Wasser durch ein elektrisches Feld oder einen Filter geleitet und dabei in Wasserstoff und Sauerstoff getrennt. Und es hilft dabei, das Sauerstoffproblem an Bord zu lösen. Aber Sauerstoff wird nicht zugeführt. Also müssen wir den Filter ersetzen. Der Filter ist also höchstwahrscheinlich hier. Hier ist der Filter. Ja, schau, er ist komplett dreckig, Leute. Oh, er steckt in irgendeinem Schleim. Anscheinend wollten diese Kreaturen uns zu den Fischen schicken. Naja, der Filter muss ausgetauscht werden. Uah. Mal sehen, was ich in meinem Rucksack hier habe. Also wir haben Watte, vielleicht brauchen wir die, dann haben wir ein Tuch, ein Messer und natürlich eine Flasche Wasser. Also wenn wir alles zusammenfügen, erhalten wir im Grunde einen coolen Filter. Für eine Weile wird das schon sicher ausreichen. Ich hoffe, die Jungs haben schon den Torpedoraum gefunden, aber zuerst muss ich die Flasche erstmal leeren. Jetzt ist es an der Zeit, die Flasche aufzuschneiden. Wir nehmen ein Skalpell und schneiden die Flasche auf. Sehr gut, und jetzt den oberen Teil? Es passt perfekt. Jetzt brauchen wir noch ein Filterelement, sowas wie Watte, und wir machen möglichst viel davon da rein. Und jetzt nehmen wir das Tuch. So. Und jetzt machen wir das Ganze fest damit, ganz fest. So, unser Filter ist fertig und jetzt installieren wir ihn. Fürs erste Mal sollte es auf jeden Fall reichen. Oh toll, das System funktioniert. Okay, ich muss ganz dringend die Jungs einholen. Was war das gewesen? Was war das jetzt gewesen? Jemand greift mich wohl an. Oh, schau mal, wie viel Wasser da fließt. Also, wir brauchen dringend unsere Taucherausrüstung. Verdammt, jetzt wird alles mit Wasser gefüllt werden. Ich brauche meine Taucherausrüstung. Ah, oh, die Monster greift mich da wahrscheinlich an. Also, nach und nach wird alles mit Wasser gefüllt. Tauchen ist jetzt meine einzige Hoffnung. Ich muss jetzt dringend den Jungs Bescheid geben, dass sie nicht auf mich warten sollen. Oh, schau, noch eine. Was ist, wenn ich den Dreizack nehme und ihn aufstelle? Hopp, es ist blockiert. Kubikov, komm durch. Also, dein Dreizack, komm schon, halt durch. Oh, es funktioniert, ich habe das Ding blockiert. Wow, Kubikov, ich bin unterwegs. Vlad, Kubikov, bitte komm. Ihr habt weiter ohne mich, over. Glenn, was ist los mit dir? Was bedeutet das? Ich werde hier überschwemmt von den Monstern. Wir haben hier eine Wand von der Basis durchbohrt. Leute, rettet euch. Und vor allem erledige ich die Aufgabe um jeden Preis, um mich zu rächen. Also, over and out. Was ist das denn für eine Verbindung? Glenn, triff zurück! Glenn, was ist los mit dir? Glenn, wo bist du, Glenn? Der Dreizack bricht! Komm schon, beeil dich! Schneller! Also, ich zieh den Dreizack aus und... Komm schon, kletter! Antworte! Glenn!
wir haben verloren. Und wer ist dieser Glenn? Gebirgkopf, das ist es. Du verwandelst schon in einen Fisch. Er riecht wie ein Fisch. Wo hast du deine Flossen? Wo hast du Kiem? Verdammt, ich bin allein. Ich hier allein. Ich bin noch mit dem echten Grabe. Was ist jetzt zu tun? Leute, drückt auf Like, wenn euch Glenn gefallen hat. Okay, wir hoffen, dass ihm alles gut gehen wird. Nun, ihr seht so aus, dass Glenn die biologischen Grippe hat. Viel Sauerstoff. Fischau. Ein paar Monster. Warum sitzt er da? Was für ein Ort, Subjekt Kubikov, schau, du verwandelst dich wirklich in einen Krebs. Das ist eine Art, was für eine Art Kapsel, Kubikov. Ich glaube, du warst da drin. Aus diesem Grund hast du jetzt Krallen. Und diese Monster wurden auf keine Weise in diesen Kapsel gemacht. Wie gruselig, schau, diese bewegen sich da, sich hier sind. Du wirst bald sein, genau wie die. Kubikov, kannst du sprechen? Das war's, Kubikov ist schon sprachlos. Und was ist dieses Monster hier? Es läuft gerade ein Prozess hier. Also, was ist das für ein Knopf? Der Rauch wird abgepumpt. Das ist der Admiral, schau. Erinnert euch an das Video am Anfang mit dem Admiral. Das ist er. Kampagne, die Kreatur haben wir erwischt. Auch er wird bald so eine Art blaues Monster werden. Verdammt, wo sind wir hingekommen? Glenn, bist du da? Glänzt es nicht. Dieser spricht nicht. Es gibt nur Monster in der Nähe. Okay, man muss sich zusammenreißen und versuchen dringend mit dieser Kabel den umgekehrten Prozess mit Kubikov durchzuführen und ihn in einen Menschen zurückzuführen. Mal sehen, was hier ist. Okay, Kubikov steigt ein und steckt den Kopf in diesen Helm. Und ich werde danach sehen. Das ist eine Art Zapfen-Reagentgläser. Vielleicht nicht eine Anleitung, das funktioniert. Das ist deine letzte Chance, ein Mensch zu sein. Sei doch vorsichtig. Helm aufgesetzt, Brille bleibt bei mir. Setz dich hier drin. Also, wir gehen jetzt zum Tisch. Einige Bücher, Amphibian-Man, Great Encyclopedia of the Ocean. Kubikov verwandelt sich in ein Monster, weil seine DNA gebrochen ist. Seine DNA muss im umgekehrten Prozess verwendet werden, damit ein Mensch wird. Hier ist eine Art Anleitung. Wir schauen. Zwei Zapfen sprechen einer Person. Zwei Zapfen sprechen einem Fisch. Zwei Zapfen gleich Krebs. Aber verdammt, die sind ja alle gleich. Wie können wir das herausfinden, welche eingreifen müssen? Leute, wie ich verstehe, müssen wir ein paar Kegel davon nehmen und sie in diesen Apparat stecken und sie. Aha, diese Kegel müssen hier reingedrückt werden. Das Gerät startet und verwandelt sich in einen Mann. Aber die Kegel sind nicht signiert. Schau. Okay, wie ein echter Pionier im echten Actionfilm müssen sie den Draht nach dem Zufallsprinzip durchtrennen. Oder besser gesagt, Zufallszapfen aufheben. Verdammt, wenn ich die falsche lege, wird Kubikov vollständig in die Krabbe verwandeln. Okay, ich habe ein paar Versuche. Also Kegel. Blaue Kegel. Verdammt, es ist nicht klar. Nehmen wir das hier. Ich füge es hier rein. Also, der zweite Kegel. Mist. Ich werde blau hinzufügen. Ich werde es versuchen. Ja, hier drüben. Und was? Arbeitet es? Etwas ist passiert. Kubikov, wie geht es dir? Ist alles in Ordnung? Ist jetzt was passiert bei dir oder nicht? Kubikov! Verdammt, Vlad, ich habe eine Flosse. Aber du hast jetzt die Stimme, du kannst reden. Geh also zurück, ich glaube, ich habe es herausgefunden. Also Leute, er hat jetzt eine Flosse und die Stimme zurückbekommen. Also ich habe die DNA von Menschen und Fisch gemischt. Aha, da braucht man zwei menschliche. Ich verstehe, wie das alles funktioniert. Es sieht so aus, als hätten sie bei dieser Erstellung einfach vergessen, die Kegel einzufärben. Also denke ich, dass die blaue Farbe, die rote Farbe ist die nahe der Krabbe, aber der weißen werden aus Kubikov einen Mann machen. Also, Hände! Kubikov hat Hände! Vlad, es hat geklappt! Die Flosse ist weg! Menschlich! Es hat endlich geklappt, Alter! Erinnerst du dich an Glenn? Ich erinnere mich. Weißt du, dass er gestorben ist? Was meinst du? Er ist gestorben und um Sauerstoff zu geben, er funkte seinen Wasserdruck. Kubikov, hier sind wir alleine! Jetzt können wir unsere Mission definitiv nicht verfehlen! Glühbirne? Was? 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 Wer ist das? Du bist nicht echt. Ja, ich glaube dir nicht. Hier sind Monster. Beweise, dass du der Richtige bist. Ich bin echt. Komm, gib uns eine Tatsache, die nur wir drei wissen. Wir haben nie jemanden davon erzählt, aber wir weinen jedes Mal, wenn wir reingehen und sehen, dass unsere Videos von 42% der Leute ohne Abo sehen. Ja, genau. Das wissen nur wir drei. Weine nicht, Kubikov. Leute, abonniert. Wir weinen wirklich die ganze Zeit. 42% sehen zu, ohne zu abonnieren.
Okay, Glint, ich bin so froh, dass du zurück bist. Ich dachte, du wärst tot. Glint! Okay, das war's. Wir müssen die Welt retten. Und wir müssen die Höhle zerstören von diesem Monster, die alle in Monster verwandeln. Also Leute, die Tür. Los geht's. Leute, was ist denn das? Cool. Fühlen Sie es? Benzin? Es riecht nach Benzin, ja. Ja, machen wir eine Überprüfung. Kommt schon, Leute. Das hier ist wohl die Tankkammer. Und leider funktioniert sie nicht. Das ist sehr schlimm, denn wir müssen ja irgendwie an die Oberfläche aufsteigen. Also Pfeifen, 4 Stück. Einige Ventile. Leute, ich habe Uranus auf das Ventil geschrieben. Bei mir steht ja Erdöl. Da steht Benzin. Benzin. Der Kopf hat Benzin, du hast Erdöl. Der Motor läuft ja auf Benzin. Aber er kann es einen ungewöhnlichen Motor geben. Versuchen wir es umzudrehen, oder? Nein, wir alle nehmen einen. So ist das sicherer. Ja, wir haben ja immer Zeit zum Mischen. Du zuerst. Ja, beginnen wir mit dem Öl. Wir schleudern das Öl. Kommt etwas? Oh, schaut mal, Leute, es fängt an zu fließen. Da kommt irgendwas. Komm schon, Glenn, dreh weiter. Ich habe Angst, zu schnell zu drehen. Das Öl kommt gerade ungefiltert. Komm schon, Glenn, gib noch ein bisschen. Komm schon, mehr. Dreh, roll. Giss rein. Wie gießt das in den Motor? Schau, es kommt alles rein. Wow. So. Leute, der Motor startet nicht. Ich beginne den Uran zu drehen. Komm schon. Ich drehe. Etwas beginnt. Da kommt die grüne Flüssigkeit. Wir brauchen nicht viel Uran, echt nicht. Okay, das reicht. Wir fühlen. Oh, hört ihr? Es fängt an zu zischen. Etwas beginnt zu funktionieren. Also, lasst mich versuchen, etwas Benzin zu geben. Ich drehe mich. Wow. Wir brauchen mehr Benzin, mehr. Und noch mehr Benzin. Oh, es strömt in 2 Kanäle. Lasst uns, Kobelkopf, cool. Dreh, cool. Hier kommt der Benzin ins Spiel. In Ordnung, Leute, hört auf. Das war's, die Tanks sind voll. Ich glaube nicht, dass es so funktionieren wird. Wir sollten versuchen, es gleichzeitig dran zu drehen. So füllen wir es mit Kraftstoff im richtigen Verhältnis auf. Und dann funktioniert das vielleicht. Versuchen wir es, Alter. Nach allem, was wir verstanden haben, müssen wir zusammen drehen. Ja. Los geht's. Ja, los geht's, los. Wow, hey, es kommt hier richtig gut raus. Uran ist vorhanden. Benzin kommt auch langsam. Wow! Oh mein Gott, Leute! Der Motor funktioniert! Ruhig, ganz ruhig. Es reicht mit dem Rad. Hör mal auf, chill mal, Vlad. Der läuft jetzt, Jungs! Oh mein Gott, der Motor ist hier echt und es funktioniert! Okay, Leute, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen weitermachen, denn wir müssen auch die Torpedos starten. Versteht ihr? Oh, wow! Alter Verwalter! Auf geht's, Kubikow! Also ich hoffe, wir haben es gut genug getankt. Leute, was ist das für ein Zimmer hier, Alter? Stopp! Leute, ich bin auf etwas getreten. Lass euch nicht bewegen. So, das ist eine Mine. Und du bist direkt hineingetreten. Ganz vorsichtig, wenn du jetzt eine falsche Bewegung machst. Vielleicht lasse ich einfach das Turnschuh hier und gehe weiter. Nein, Mann, der Sneaker ist viel zu leicht. Verdammt, Jungs, das ist alles weg. Wir müssen die Mine entschärfen, wie im Film. Beruhig dich. Wir haben also mehrere Arten von Drähten. Wir haben einen blauen, einen schwarzen, einen orangen und einen roten. Verdammt, so wie wir die roten abschneiden. Ja, das sind doch die Monster. Verdammt, Leute, was denkt ihr? Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist der blaue. Nein, wir haben blau fast gar nichts zu tun. Man muss logisch denken. Vielleicht orange Mersch, orange Lampe. Orange hat mich noch nie im Stich gelassen. Gehen wir orange, nur brennt. Wenn überhaupt, lieben wir sie. Eins. Hast du schon 3 gesagt? Ich hab's schon herausgezogen. Ach was? Ach so, sag doch gleich, alles gut. Die Mine hat nicht funktioniert. Also, ich bring sie raus. In Ordnung, Jungs. Was ist das für ein Raum hier? Torpedos! Opa, Jungs, hier sind wir. Wir haben den Punkt erreicht, den wir so lange gesucht haben. Was sehen wir also? Wir sehen hier die Fächer, in welche man die Torpedos vom Start aufbewahren sollte. Und wir sehen einen Kranführer und einen Kran. Wow, Leute, hier ist ein ganzer Kommandoposten. Also halt, zurück. Es funktioniert. Also, was ist die Logik? Schwere Torpedos, sie müssen an diesen Ketten befestigt werden, damit sie zum Ausgangspunkt gelangen. Okay. Glentik, lass uns zusammen machen. Versuchen wir es anzuheben und ich werde es auf den Haken werfen. Okay, los geht's. Heb es auf, Glentik. Das ist nicht möglich. Komm schon, heb es auf. Also mehr, nur ein bisschen mehr. Du musst noch höher gehen. Noch höher. Komm, fahr es schneller. Das Gleiche müssen wir an der anderen Seite machen. Gib mir einen Moment. Versuch es mit dem Hebel zu drücken. Komm schon. Push. Hebel auf. Ich komm. Noch höher. Drück es. Ich drücke. Ja. Oh. Alles. Nun, Leute, soll ich es jetzt abschicken? Also, es sieht so aus, als hätten wir jetzt zentrale Reservoir gezielt. Seid ihr bereit? Ja. 1, 3. Los geht's.
Ja, jetzt kommt rein. Oh, die Rakete wurde geladen. Tolle Arbeit, Kubikov. Hier nehmen wir die Ketten ab. Kubikov, gib die Kette zurück. Abschicken. Ein Torpedo in Startrampe. Und was weiter? Leute, ich habe einen Startknopf, aber ich brauche die Koordinaten. Ich glaube, die sind an der Wand, Glenn. Schau mal in die Karte. Oh, ja. Links ist unsere Unterwasserbasis und dort drüben rechts ist eine Höhle. 4 plus 6 plus 1,5 plus 1. Was? Und was bedeutet das? Kubikov ist ein Profi, er muss es wissen. Also noch einmal, 4 plus 6 plus 1,5 plus 1. Es kommen 752,97 heraus. Ich tippe. Willst du beim ersten Mal schießen? Wann, wenn du es vermasselt hast? Nein, die Zahlen lügen nicht. Und was haben wir da? Geh ich lieber weg. Ich auch. Schieß! 1, 3. Das Leitsystem ist defekt. Verwenden Sie das Batiskafe und installieren Sie Leuchtfeuer. Das System ist defekt. Vielleicht versuchen wir es nochmal. Ich versuche es. Leitsystem ist defekt. Leute, das ist immer noch ein Torpedo, also lassen Sie nicht daran rumspielen. Ihr habt's doch gehört. Wir sollen das Batiskaf benutzen und selbst die Sender installieren. Okay, ich sehe kein U-Boot oder Leuchtfeuer. Da ist also eine Art Schließfach. Vielleicht gibt es Leuchtfeuer. Opa. Das sind meine Dinger. Mit Kabeln. Warte mal. Halt, hier. 1, 2, 3. Also, ihr nehmt es. Und jetzt, wo ist der Batiskaf? Ich denke, hinter dieser Tür. Kubikov war schon mal hier gewesen. Er weiß eine Menge. Gut, lass uns gehen. Leute, das ist das gleiche Batiskaf. Wow. Eigentlich, Leute, ist es von wem auch immer fassungslos. Boah, schau. Aber weißt du, was ich dir sagen werde? Es ist Platz nur für 2 Peloten hier drin. Aber es gibt ein Problem. Welcher Art? Hier ist ein Loch. Ja, in so einem Ding kann man nicht tief auf den Grund tauchen. Schaut mal, Leute, wir haben hier so eine Pressmaschine. Es scheint so, dass das Batiskaf oft nicht funktioniert. Also, ein Knopf? Nicht drauf drücken, das ist doch für die Presse. Der wird sich doch öffnen. Okay, woher weißt du das, Mann? Ich habe solche Videos auf YouTube gesehen. Und hier stellst du ein kleines Ding und dann drückst du den Knopf und dann... Und hier, schau, da ist ein Pappschein. Daraus können wir eine Pappplatte machen und dann ein Loch flicken. Ja, komm schon. Wow. Okay. Oh, ein Pappteller. Also, das macht das Loch zu. Hier ist ein Hefter. Also, komm. Für die Größe genau richtig. Also, jetzt ist doch alles ganz fest. Oh, das Ding haben wir repariert. Da kommt jetzt kein Wasser dadurch. Weißt du eigentlich, was die Batiskaf ist? Mit der Hilfe des Dings kann man auf jede Tiefe tauchen, Meeresboden untersuchen und studieren. Nun was, jetzt wer von uns müssen in dieses Ding hier einsteigen und zur Höhle gehen und lassen diese Leuchtfeuer dort. Und dann bombardieren wir die Höhle. Stein, Stelle, Papier, wer reinkommt? Schere, Stein, Papier. Ich komme. Ich bin zart, doch da reinzukommen. Schere, Stein, Papier. Okay, Mann. Du wirst hier langweilig sein. Du nicht, ja. Dann schaust du, dass hier alles in Ordnung ist, untersuchst den Raum und wir kommen zurück und beenden die Arbeit. Nun, Kubikov, komm zu mir. Das hatten wir noch nie gehabt. Dann gib mir die Leuchtfeuer. Hier, Jungs. Komm, haben wir jetzt alle 3? Ja. Yeah. Okay, dann schließ es. Leute, das sieht so cool aus. Ich will so mitkommen mit euch. Kurz zu sagen, Glenn, du passt auf die Balsa und wirf schon wieder rein. Jetzt finde ich raus, wie man es fährt und los geht's. Viel Glück euch, Jungs. Glenn, ich will legen los. Ciao. Ciao. Alle sind weggesegelt und ich gehe auch weiter. Kubiko, wir sind da. Öffne es. Wow, also laut den Koordinaten sind wir jetzt bis zum Eingang der Höhle gekommen. Schau zu, hier sind die ganzen Steine der Höhle, aber hier ist alles mit einem riesigen Stein übersetzt. Kubikov, versuch ja den Backen und du schlüpfst hier rum und ich werde es versuchen zur Barseite zu schieben. Komm schon. Ich krieg's nicht hin, Kubikov. 1, 2, 3. Ist das der Eingang zur Höhle? Kubikov, wir machen alles so fertig. Wir machen keinen Lärm. Wir ordnen die Backen so, dass du wieder einen Punkt erreicht und schnell ins Schliffchen dicken und abrollen. Komm schon, du bist der Erste. Nun, psst. Niemand hier. Lass uns gehen. Oh, so eine riesige Höhle. Da scheint ein Weg zu sein. Also, okay, keine Zeit zum Nachdenken. Lass uns schnell arrangieren. Einer hier. Zweiter hier. Hey, halt, halt, halt. Leg es. Ruhig, was machst du? Jemand könnte hier sein. Nun, es scheint alles fertig zu sein. Lass uns irgendwie. Wer ist das hier? Kubikov, schneller, schneller. Lauf. Komm, schneller, Kubikov.
Komm, schneller, 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 schneller. Mach zu, mach zu. Schwimmen wir jetzt rum zum Land. Wow, Leute, ich bin in der Kapitänskajüne. Hier steht ein Stuhl zum Sitzen und das Lenkrad davor. Und dank dessen, Leute, schwimmen wir überhaupt hier herum. Und hier gibt es auch noch solche Abzugshebel. Also ich werde sie natürlich nicht zum Ende senken. Also ich stelle alles zurück. Und schau, um einfach aufzutauchen, braucht man mindestens zwei Leute. Der eine zieht den einen Hebel und der andere den anderen gleichzeitig. Und blauen und den gelben. Es ist so cool hier. Ich warte jetzt nur noch einfach auf die Jungs. Ich hoffe, es geht ihnen gut und sie gelingt es, die Sender aufzustellen, damit wir das Versteck dieses Monsters endlich zerstören können. Und es endlich gelingt, uns aufzutauchen. Gabikov, schneller, 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 schneller. Warum habt ihr denn solche Angst? Den Aufboss, er hat Bärte, Klauen, riesige Finger. Oh. Ihr habt mich so erschreckt, Leute. Also, Kabikov, schließ die Tür ab, komm. Leuchtfeuer sind installiert, drei Stück. Wir starten überhaupt den Rakete, hast du es ja, überhaupt? Ja, natürlich, hier, komm her. Oh, ein Sessel? Ja, ja, ein Stuhl. Ich starte die Rakete in 3, 2, 1. Also, irgendwie ist nichts passiert. Ich versteh's nicht. Da ist noch ein Hebel. Probieren wir den mal gemeinsam aus. Also, Glinty, komm schon. 1, 2, 3. Komm schon. Bombardieren wir sie. Leute, das Monster ist hier zerstört. Gib mir ein 5. Das ist es. Wir sinken zum Land. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Och, nochmal, Leute. Wir haben diesen Planeten gerettet. Hallo zusammen. Mein Name ist Vlad A4 Gelernt. Seryoga. Seryoga, was ist das für ein Freund von dir? Das ist mein Schwein. Sein Name ist Zucchini. Okay, Leute, wir haben beschlossen, die nächsten 24 Stunden in diesen kleinen Häusern auf Bäumen zu verbringen. Und wir haben sie selbst gebaut. Und wir haben 3 Tage dafür gebraucht. 3! Aber seht euch an, wie schön es geworden ist. Wir sind jetzt erwachsen, wir sind groß und wir wissen, wie man etwas baut. Wer auch immer, das wird ein Spaß. Ich schlage vor, du verbringst den Tag mit uns. Es wird großartig werden. Oh Mann, gebt ein Like für diese schicken Häuser. Wer zeigt als erster sein Haus? Ich. Ich habe ein sehr cooles Hightech-Haus, in dem ich alles Mögliche eingebaut habe. Es war sehr schwer gewesen, aber ich habe es geschafft. Hey, was ist das? Eine Platte? Yeah, ich habe einen Fernseher hier drin. Leute, ich habe ein Satelliten-Internet und Fernsehen. Ich bin eigentlich der perfekte Nachbar für euch. Ich gebe euch kostenlos WLAN. Ich habe mein eigenes Zeug dabei. Jetzt muss ich es nur noch auspacken und ins Haus reinstellen. Ist das ein schicker Teppich, den du hast? Ja, das ist Hightech. Hightech? Hightech. Und du hast irgendein Dorftech und ich habe nur Hightech. Komm nicht mit diesem Mist über mein Haus. Ich habe Gemütlichkeit. Komfort. Du wirst das lieben. Du könntest es ein VIP-Apartment nennen. Alles klar, willkommen in meinem Baumhaus. Ups, Mist, ich habe vergessen, die Tür aufzumachen. Das war ein Fehler. Mein Fehler. Übrigens, meine Tür geht so auf. Die Scharniere müssen noch fertiggestellt werden. Wie du sehen kannst, sieht mein Haus sehr einfach aus. Aber ich habe noch einen Freund bei mir. Und ich habe diesem Hund noch keinen Namen gegeben. Ihr könnt also eure eigene Version in die Kommentare schreiben. Ich werde sie alle nehmen. In Ordnung, gehen wir hier entlang. Ich habe hier eine Wiese. Zucchini. Oh, unter dem Häuschen. Das ist alles. Und Zucchini wird nicht weglaufen, hoffe ich. Ich sage dir, was im Haus sein wird. Ich werde einen Tisch um das Haus herum haben. Du weißt schon, zum Essen, zum Picknicken, zum Sitzen, Stühle. Natürlich habe ich auch Feuerholz dabei. Ein Stock ist für den Fall, dass ein paar wilde Tiere meine Haustiere treffen wollen. Ich werde sie schnell haben. Aber wenn der Stock nicht hilft, habe ich eine Falle, eine Jagdfalle, eine echte. Die stelle ich auch hier irgendwo auf. Und einen gusseisernen Topf zum Kochen. Wenn es dir langweilig wird, kannst du ihn für Chalabach verwenden. Und hier drüben habe ich eine ganze Kiste mit Sachen für das Haus. Und das nehme ich mit rein. Nun, mein Ansatz ist sehr einfach. Ich habe viel ausgegeben und viel eingekauft. Ich habe die teuersten Materialien, die teuersten Produkte und die interessantesten Dinge für mein Haus. Nun Mann, das ist so viel, dass ich nicht weiß, wie ich es runterkriegen soll. Naja, okay, alles Stück für Stück. Und falls ihr nicht wusstet, das ist ein Kühlschrank. Da kann man Eis reintun, essen und es schmilzt nicht. Es muss ein Leiter geben, unbedingt, wie diese hier mit einer Veranda, damit man morgens rausgehen kann und dann, wie leben diese armen Nachbarn? Ich verstehe. Und zurück in die Kabine. Wow,
Wow. Also, ich habe hier zwei meine kleinen Sitzkisten, um mich dahin zu legen und auszuruhen. Ich werde übrigens auf den schlafen. Ich habe hier auch zwei kleine Tische. Und schaut mal hier, Leute. Hier ist meine Tür, die zu meinem Nachbar führt. Und dort wohnt wer? Vlad A4. Endlich habe ich seine Adresse. Hier habe ich natürlich meinen Laptop. Außerdem habe ich hier meine Kopfhörer mitgebracht. Und auch noch habe ich meinen Monitor mitgebracht. Den werde ich als Fernseher benutzen. Und wenn ihr mal ganz langweilig wird, dann lade ich einen Freund an und dann können wir zusammen mit ihm zocken. Was für eine Schönheit. Und damit es auch abends nicht langweilig wird, habe ich einen Lautsprecher dabei. Dann können wir mit den Jungs Musik hören oder ich werde sie alleine hören. Oh, was habe ich vergessen zu sagen? Das ist das Allerwichtigste. Ich habe ein Verlängerungskabel mitgebracht, weil ich hier Strom habe. Und wisst ihr, was das Krasseste ist? Ich habe sogar einen Generator mitgebracht. Ich zeige euch ihn mal. Da steht er. Er verbrennt Treibstoff und erzeugt dadurch Strom. Das ist echt cool, Mann. Außerdem habe ich eine Überwachungskamera da. So kann niemand ohne meine Erlaubnis einfach so in mein Haus einbrechen. Ein Schraubenzieher. Und natürlich muss ich mich um die Beleuchtung in mein Haus kümmern. Also habe ich so eine LED-Leiste gekauft. Und für die totale Entspannung in der Natur habe ich eine Hängematte wie diese dabei. So, ich bin fertig. Und das schließen wir jetzt an. Und schon haben wir ein super modernes Hightech-Baumhaus. Los geht's, Leute. Also, was sagt ihr, Leute? Die Videokameras habe ich installiert. Und nun werde ich euch zeigen, wie das drinnen im Haus funktioniert. Ah, schließen wir die Tür und willkommen im Baumhaus von Glent Amigos. Auf dieser Seite der Wand habe ich dieses krasse LED-Band. Es wird nachts wunderschön sein. Ich möchte es mir unbedingt ansehen. Geil. Da ist mein Monitor, an den ist natürlich meine liebste Playsy angeschlossen. Wow, hier könnte ich nicht nur 24 Stunden verbringen, sondern sogar eine ganze Woche. Schau mal, was ich hier habe. Das Huhn wird bei mir wohnen. Übrigens funktioniert das Huhn für mich als Alarmanlage. Wenn sich ein Raubtier an mich heranschleicht, fängt es an zu gackern und ich bemerke die Gefahr sofort. Schauen wir mal, was wir hier in der Kiste haben. Erstens ein Stuhl, Wasser. Außerdem habe ich einen Schlafsack wie diesen. Und ich habe Lebensmittel in einem tragbaren Kühlschrank wie diesen gelagert. Schau mal, das sind Würstchen und Fisch. Außerdem habe ich ein paar von diesen Roll-Ups. Davon gibt es eine ganze Menge. Und es gibt Arten von Pilzen, Tomaten, Gurken, Plastikteller. Und das ist ein Fischernetz. Ich habe es mitgebracht, falls wir angeln gehen. Und natürlich habe ich auch ein paar Werkzeuge mitgenommen, nur für den Fall, dass wir etwas reparieren können. Und genau wie die Jungs habe ich eine Tür. Und zwar hier. Schau mal, sie führt zu Vlads Haus, damit wir uns gegenseitig besuchen können und zu Gast gehen. Jo, so sieht mein Haus aus. Erinnert euch so an ihn. Bis jetzt gibt es hier nichts, aber das ist nur diese schicke Ledercouch und ein toller Blick aus dem Fenster. Golfschläger, Hörner, ich stelle ihn hier. Weißt du, in diesem großen Häuser machen sie das. Das ist eine Ringleuchte für TikToks. Zum TikToks machen und zum Aufhängen von Kleidung. Ist das nicht wahr, TikTokers? Das machen auch alle reichen Teller, Tischtücher. Ich habe auch eine Chroma-Key-Decke wie diese hier und einen Regenschirm. Ich habe eine Wohnung mit einer Terrasse. Mein Golf-Outfit, eine Decke oder ein Teppich, mal sehen. Alle Arten von Baumaterialien. Becher, eine Dose Farbe, goldene Farbe und Trockenshampoo. Man spürt es ins Haar und es wird sauber. Man muss nicht auf den Regen warten, um es zu waschen. Bräunungscreme, Zeug, um geile Cocktails zu machen, Grillzangen, wie auch immer. Ich zeig euch, was ich im Kühlschrank habe. Nun ein kurzer Blick. Es ist Sirup, wenn Sie wollen. Immer mehr sieht es so aus. Gib mir nur eine Sekunde und ich werde es sauber machen. Bam! Schau, ich habe hier einen Drehort. Ich könnte am Strand sein, in den Bergen, in der Wüste, im Weltraum und sogar unter Wasser. So schick ist meine Couch geworden. Das Ankleidezimmer, naja, und ordentlich aufgeräumter Tisch. Und das Highlight ist meine Terrasse. Ohoho. Als ich aus meinem Elternhaus gezogen bin, habe ich nicht einmal davon geträumt. Alle fragen mich immer, warum ich so hart arbeite. Videos, Integration, Merch, Apps. Eigentlich habe ich nur einen Traum. Ich will einfach ein Haus. Ein richtiges Haus, das aus Geld besteht. Und inzwischen habe ich das hier. Mein erstes Haus. Leute! Serioga! Glenn! Ja, Vlad? Ich lade euch zu einer Einweihungsparty ein. Oh, cool. Kein Problem, wir sind gleich bei dir. Und vergiss die Geschenke nicht. Es ist eine Einweihungsparty. Einen Moment. Komm schon. Was für eine Idee von Vlad. Was für Geschenke zum Teufel. Ich weiß nicht mal,
mal, was ich ihm schenken soll. Ach, übrigens, vielleicht schenke ich ihm ja eine Pflanze. Das ist ein Einweihungsgeschenk für die Bude. Und im Grunde werde ich nicht dumm dastehen. Ich nehme diese Tasse und werde Vlad ein Geschenk besorgen. Ich werde ihn später auch zur Einweihungsparty einladen. Wow, ist das schön. Übrigens, ich musste nicht einmal weit gehen. Seht euch mal diese Wurzeln an, die ich hier gefunden habe. Das sieht aus wie ein Geldbaum. Wow, super. Ich schätze, das ist ein klasses Geschenk. Sieht sogar irgendwie echt schön aus. Ich brauche das, das auch. Es scheint, dass ich alles, was ich zu Hause habe, auch brauche. Und das erinnert mich an etwas. Es gibt ein Omen, das man bei der Einweihung der Tiere ins Haus lassen soll, um Glück ins Haus zu bringen. Ein Huhn werde ich ihm sicher nicht geben, aber ein Schweinchen, eine Zucchini im Prinzip schon. Ein glückliches Haus, das kann man wohl sagen. Oh, Vorsicht. Oh, ich höre jemand kommen. Serioza! Oh, hallo. Hier, schau. Es ist Glück für dich im Haus. Ein Tier, das auf eine Einweihungsparty ist, wird als erstes hier reingelassen. Komm schon, Zucchini. Los, los, los. Ich verstehe. Ja, das Geschenk ist super, Serioza. Toll, danke. Hey, alles Gute zur Wohnungseinweihung. Das ist mein Geschenk. Es ist ein Geldbaum. Toll, danke. Was soll das Ding? Passt du erstmal auf mein Haustier auf? Nein, ich schenke es dir nicht. Es ist einfach so gelaufen, dann werde ich mit ihm gehen. Meine Meinung nach, Serioza, funktionieren Geschenke anders. Naja, dein Glück wird kommen. Du wirst schon sehen. Warte nur ein bisschen. Hast du mir positive Energie gegeben? Ja, das ist das Beste und Wertvollste. Na gut, ich bin einverstanden. Das Thema der Geschenke kam auf und ich habe gedacht, wenn die Zuschauer uns ein Geschenk machen, indem sie die Abonnements sehen, machen sie einen roten Knopf grau. Aber sie machen sich eigentlich selbst ein Geschenk. Ach, warum so plötzlich? Nun, haben sie bemerkt, wie die Qualität unserer Videos gestiegen ist. Wie oft veröffentlichen wir sie? Es ist so, als ob wir bereits Filme drehen würden. Und das ist so, weil ihr unseren Kanal abonniert. Mir ist es jetzt klar geworden, dass es uns Kraft und eine Ressource gibt, um Videos zu erstellen und zu produzieren. Jedes Abonnieren ist wie ein Baustein für die Qualität der zukünftigen Videos. Ihr wisst, dass alles beeinflussen könnt. Ich bin selbst schon neugierig, wenn ihr jetzt alle euch anmeldet, wer noch nicht angemeldet ist. Was für Videos werden wir rausbringen? Es wird einfach eine Kanone sein. Vor allem jetzt, wenn es Sommer ist, wenn wir so viel Energie und so viele Ideen haben. Und alles, was wir brauchen, ist deine Unterstützung. Tu das endlich. Abonnier auf diesen Kanal und mach nicht nur uns, sondern auch dir selbst ein Geschenk. Du wirst Spaß haben, du wirst gute Laune haben, immer gute Laune. Und schau mal, wie ist der Zucchini? Der passt schon hier nochmal. Du bist nur eine Kanone. Ein kleines Weichei. Warte, willst du damit sagen, dass es Kobi-Kof ist? Nein, du bist einfach nur langweilig. Keine Musik. Übrigens, Leute, ich habe Musik zu Hause. Kommt doch gleich zu meiner Einfeihungsparty. Bringt mir ein paar Geschenke mit. Ich habe auch einen Lautsprecher und noch eine geile Playstation. Okay, ich werde mein Bestes tun. Und die Geschenke nicht vergessen. Übrigens, Leute, wie wär's mit ein paar Cocktails? Ich habe alles dafür. Was wollt ihr? Nun, als dein Gast hätte ich gerne einen Cocktail in einer Kokosnuss. Für mich geht alles. Lass uns die Vorbereitung anfangen. Wie machen es Barkeeper? Oh. Wir nehmen ein bisschen Sprite. Zitronensaftkonzentrat. Ich denke, ein wenig Preiselbeersirup wäre nett. Moment mal, war mein Cocktail überhaupt Kokosnuss drin? Jetzt wird es einen geben. Okay, jetzt muss das Ding umgerührt werden. Shaker. Der Shaker ist übrigens von A4. So einen bekommst du im Geschäft oder auf der Webseite a4shop.ru. Das ist für ein Review, Mann. Kleiner Kommentar, solange es der Koch nicht hört, er stinkt nach Kotze. Ja, super, ist der Cocktail schon fertig? Ich kann dich hören. Nein, es riecht halt wirklich komisch hier drin. Hör mal, Vlad, was sind das für komische Strohhalme? Welchen Geschmack haben sie? Serioza, das sind Riechen. Du musst an die riechen. Ah, ich finde, es riecht komisch. Tuben, grün, gelb und blau. Auch ein Regenschirm. Oh, Cocktails kommen durch. Party! Wir setzen uns hin, probieren sie gleichzeitig und zeichnen die Lektion auf. Hör mal, das sind alles so Säfte auf einmal in einem Glas. Multifrucht. Und auch Kokosnuss. Das ist keine Frucht. Multifrucht mit Kokosnuss, ja. Also, es ist eindeutig eine stabile 6 von 10. Mal sehen, mit was du bei dir zu Hause überrascht. Vergesst auf jeden Fall die Geschenke nicht und ich bereite das Haus für meine Gäste vor. Schade, dass ich kein zweites Shrine habe. Man kann kein zweites Geschenk machen. Es ist dasselbe. Ich werde gehen und ein anderes Geschenk für Glenn aussuchen. Tschüss, tschüss. Gut, wir sind weg. Scheiße. Und ich muss Glenn auch noch etwas schenken. Ich habe Vlad schon das günstigste und noch das letzte Geschenk besorgt. Oh, was? Sieht ihr das an? Das Huhn hat Eier gelegt. Oh, wie schön für dich. Ich nehme eins von deinen Eiern.
Ich schenke Glenn nicht nur ein Ei, ich schenke ihm ein Huhn. Wenn das Ei richtig ausbrütet, bekommt er ein Huhn. Wie ich. Oder vielleicht sogar einen Hahn. Übrigens, hier ist eine Idee für ein Geschenk für Glenn. Das Geschenk wird so interessant sein wie das, das er mir geschenkt hat. Klopf, klopf, klopf. Na, wen haben wir denn da? Hey, Sir Roger ist da. Hallo. Hey, mein Lieber, komm rein. Wow, deine Tür geht so auf. Oh, und wer klopft denn da? Na, wer ist das? Ja, das bin ich, hallo. Hey, Leute, kommt rein, setzt euch bitte. Herzlich willkommen in meiner Hightech-Bude. Hohoho, schau mal, hat ein Baum hier. Das Design ist fantastisch. Wo hast du es gekauft? Wen? Eine Stange. Es ist doch kein Baum. Ah. Naja, ein Haus auf dem Baum. Sag mal, wo sind die Geschenke? Hier sind die. Mein Geschenk an dich, das war doch diese Blume hier. Nein, warum sagst du das? Das ist doch genau dieselbe Wurzel, die ich dir auch geschenkt habe. Nein, Glenty, ich glaube, wir haben sie gerade im Sam Lam gekauft. Ich schenke dir auch einen Geldbaum. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr über dein Geschenk gefreut. Schon gut, schon gut. Siraga, was ist dein Geschenk? Ich schenke dir ein Huhn. Hä? Das ist doch ein Ei. Es ist ein Ei, okay? Aus dem ein Huhn oder ein Hahn schlüpfen wird. Lege es dir unter dir, wenn du an der Konsole spielst. Hey, Leute, soll ich mal die Blazer anschmeißen? Ja, komm schon. Okay, ihr könnt spielen, Leute. Ich werde an meinem Laptop ein bisschen arbeiten. Hey, Leute, ihr zockt schon ganze 20 Minuten. Könnt ihr vielleicht irgendwann zu Sirogas Einweihungsparty gehen? Und vielleicht das, dann gehen wir. Ich muss dort etwas Brennholz hacken. Und übrigens, ich habe einen hungrigen Miesepeter. Ich gehe und füttere ihn, okay? Das ist ein merkwürdiges Verhalten, findest du nicht? Ich dachte, wir laden uns irgendwie alle gegenseitig zur Einführungspartie ein. Ah, erst wird die richtige Zeit für eine Runde Golf. Was macht man sonst, wenn man in der Nähe eines Golfplatzes wohnt und dort ein Haus hat? Golf spielen. Irgendwie wird das schon langsam langweilig in diesem Haus. Ich sollte mal langsam Musik auflegen. Wow, und jetzt kann die Party beginnen. Nun, das ist ein toller Golfplatz. Die Hauptsache ist, dass man es richtig macht. Was ist das für eine Musik? Das mag ich nicht. Golf sollte in Stille gespielt werden. Mann, ich kann es bei der Lärm nicht konzentrieren. Glenn, mach das leise. Glenn, kannst du es nicht hören? Was ist los? Wer war das? Hey, warum schmeißt du es in mein Haus? Warum drehst du die Musik so laut auf? Ich kann nicht spielen. Na gut. Wir gehen das Ding noch lauter. Dann werde ich mich mal in die Hängematte chillen. Ah, perfekt. Das nenne ich ein Leben. Das genieße ich. So muss es sein. So, alles ist bereit für das Feuer. Ach ja, ich muss noch etwas zum Anziehen besorgen. Ich gehe nach Hause. Das Huhn hat hier ganze Arbeit geleistet. Puh, das ist eine ganze Nase voll. Oh Mann, ich habe Haarsträuße zu Hause. Ich dachte, Vlad hätte Duftstäbchen. Ich werde ihn später fragen müssen. In der Zwischenzeit... Hier sind die Streichhölzer und die von Vlad. Glenn ist aus der Hütte raus. Gut, ich habe einen Plan. Ich werde es alles abbauen. Puh, frische Luft. Das ist sie, die anstecken. Ah, das war's, Basser. Du wirst mich nie mehr belasten, also. Hallo? Vlad? Bist du da? Er ist nicht zu Hause. Na gut, dann eben nicht. Ich glaube nicht, dass er was dagegen hat, wenn ich mir die Parfümstäbchen von ihm ausleihe. Ich werde sie nur schnell in meinem Zimmer auslüften. Das ist alles. Hey, warum stinkt es in meinem Haus so? Ich verstehe das nicht. Das waren doch meine Stäbchen da. Hey, ich dachte, der Wind hat sie weggepustet. Okay, versteh's nicht. Es stinkt wie im Dorf. Die Stäbchen sind weg. Serioga! Hör mal, hast du nicht etwa meine Stäbchen geklaut? Nein, ich habe sie nicht gestohlen, ich habe sie nur ausgeliehen. Ich werde sie später zurückgeben. Wahnsinn, Sergei, hast du die genommen, ohne zu fragen? Du warst nicht zu Hause. Mein Haus stinkt jetzt, du bist da reingekommen. Jetzt riecht es nach deinem Bauernhof. Glenn! Ja, Freunde, was ist denn hier los? Sergei ist in mein Haus eingebrochen und hat dir Stäbchen gestohlen. Warte, ich werde auch mal mein Haus prüfen. Vielleicht ist ja jemand bei mir eingebrochen. Ich war gar nicht bei dir. Ich könnte es gewesen sein. Wo ist mein Lauf? Hey, Sirogge, hast du meinen Lautsprecher mitgenommen? Wozu brauche ich deine Säule? Mir geht es gut im Freien. Gib mir die verdammte Musikbox zurück. Oh, warte, ich bin ja noch mit dir verbunden. Lass mal sehen, wo du sie versteckt hast. Warte mal, das kommt hier gar nicht aus deinem Haus. Hey, das kommt hier aus seinem Haus. Ich bin an der Toilette. Was für eine Toilette, Mann? Gib meinen Lautsprecher endlich zurück. Und dann bist du noch der Typ, der Sirogge eine Ratte nennt. So, Nachbar, nach so einer Sache kommt ja nicht mehr zu mir nach Hause rein. Na, du. Na los, du auch. Raus hier.
Was für Situation? Was für Freunde ich habe. Einer schlimmer als der andere. Und ich dachte, ich würde mein Abendessen mit ihm teilen. Am Ende will ich sie gar nicht mehr sehen. Ich werde mir eine Lieferung bestellen. Eine Pizza. Hallo? Hallo? Hören Sie, ich bin gerade im Baumhaus und ich hätte gerne eine doppelte Pepperoni, wenn das geht. Ah, Straße, Hausnummer. Kann ich in die Geoposition schicken? Hallo? Die haben einfach aufgelegt. Naja, anscheinend liefern sie nicht hierher. Okay, dann werde ich mal Vlad anbieten, dass er mich füttert. Als Entschuldigung für den Diebstahl, den er begangen hat. Eine gute Idee. Okay. Als ob das Gewürz fehlen würde. Nun füge ich ein wenig Pfeffer hinzu. Die Suppe wird bald fertig sein. Na, irgendetwas fehlt noch. Oh, es ist der Wald. Ich gehe besuchen. Wer ist da? Ich bin's, Glenn. Oh, bist du da? Also, hey, ich bin im Grunde bereit, dir zu verzeihen, aber dafür musst du mir ein leckeres Abendessen machen. Willst du ein Steak haben? Machst du Witze? Natürlich, Mann. Ich habe schon eingelegt. Ich beträufle nur ein bisschen Zitrone und ein bisschen Salz. Boah. Oh Mann, so ein schönes Fenster habe ich übrigens nicht. Ich habe nur eins. Wow, schau mal, Siroki geht in den Wald. Hör mal, ich habe eine Idee. Was für eine Idee? Ein Prank für Siroki. Wir müssen seinen Schweinchen Cabbage stehlen und es austeilen gegen... Da wird er doch komplett aus dem Häuschen sein. Komm schon, bevor er zurückkommt. Komm her, kleines Schweinchen. In Ordnung, gehen wir. In Ordnung, du bleibst hier und wir werden in der Zwischenzeit etwas Fleisch braten. Du hast dich aufs Abzugrill mitgenommen. Stimmt, ich verstehe es nicht. Wo ist Zucchini? Zucchini? Leute! Leute! Habt ihr Zucchini gesehen? Weg! Ach, hast du ihn nicht fürs Picknick mitgenommen? Was? Du hast ihn mitgenommen? Und Zucchini! Komm schon, Siruga, ist das ein Scherz? Das sind zwei Steaks, die ich mitgenommen habe. Ja, also dein kleines Schweinchen hat da irgendwie ein Loch gebraten und dann war es dann plötzlich Vielleicht weg. Guck mal in den Wald. Scherzkeks. Mann, Zucchini, wo bist du? Zucchini, wo bist du? Ich werde 3 Stunden lang nach ihm suchen. Hey, ist hier jemand? Ich muss hier weg. Hör mal, wenn Siruga weg ist, warum spielen wir nicht mit diesem Minischwein? Lass uns ihn trainieren. Los geht's. Okay, leg dich hin. Setz dich hin. Wuff, wuff. Flip. Nein, das darfst du nicht. Apport. Das hat funktioniert. Leute. Oh, Siruga, schau mal, wir haben deinen Zucchini gefunden. Warum renne ich eigentlich zu euch? Gern geschehen, ich bin durch den Wald gerannt, um meinen Latzenhosenanzug zu suchen. Und da habe ich ein Geräusch gehört. Ein Stampfen und Atmen. Ich glaube, es war eine große, wilde Bestie oder eine Art Monster. Was redest du da? Nee, Siruga, wir sind doch so weit weg. Das ist ein Zaun hier, ein geschütztes Gebiet. Niemand darf hier sein. Ich konnte ihn selbst dort stapfen hören, atmen. Ach komm, entspann dich mal, Siruga. Was für Ungeheuer. Lass uns doch mal Abendessen. Ich gebe dir sogar ein kleines bisschen ab. Ich bring dir Teller. Ja, ich habe auch Fischsuppe da. Übrigens, essen Sie Fischsuppe? Nein, ich habe sie irgendwie noch nie probiert. Hast du schon mal Fischsuppe probiert? Freude. Nein, ich mag keinen Fisch. Ja, also du kannst deine Fischsuppe alleine essen. Wir haben Fleisch. Guten Appetit, Jungs. Und dir auch. Dankeschön. Nimm dir etwas Käse. Bitte sehr. Mhm. Übrigens, nette Idee mit den Häusern am Baum. Wisst ihr, wo ich das gesehen habe? Die Abonnenten haben in den Kommentaren geschrieben. Sie sagen, nehmt diese Baumhäuser ab. Ich liebe es, wenn Abonnenten uns Ideen für Videos geben. Ich liebe das. Die sind clever. Wie viele Ideen haben wir davon schon umgesetzt? So circa 20? Ja. Leise, hört ihr das? Das ist das gleiche Geräusch, das ich im Wald hatte. In Ordnung, lass uns nach Hause gehen. Leute, das Wichtigste habe ich euch noch gar nicht gesagt. Als ich dieses Haus gebaut habe, habe ich mich um meine Sicherheit gekümmert und hier ein Lasersicherheitssystem installiert. Und jeder, der da durchgeht, wird gebraten. Also meine Nachbarn wissen Bescheid, für sie ist es nicht gefährlich, daher bin ich in absoluter Sicherheit. Oh. So, was ist zu tun? Wie kann man sich schützen? Okay, jetzt, wir hatten ja das Holz da drin, etwas ungewöhnlich Holz. Hier, ja die hier. Ah. Ja, ich werde ein Messer nehmen und die Pfähle auf diese Seite spitzen. Und dann baue ich einen schönen Schutz für mein Haus. Oh, ich denke, dass die Bestie sicher erschrecken werden. Ein großes Wildschwein will ich hier sicher nicht reinkommen. Mit Tieren muss man mit den Methoden des Jägers umgehen. Und ich habe eine Falle dafür. Das ist eine darunter. Und Leim, das ist ein sehr starker Kleber. Und ich werde ihn auf diese beiden Bäume kleben, sodass, wenn ein Raubtier beschließt, darauf zu graben, es kleben bleibt und nicht weiter graben kann. Okay, ich habe einen Baum und den anderen habe ich auch gut bestrichen. Die Falle steht, okay? Das war's. Wir müssen hochklettern und die Leiter verstecken. Schnell. Das ist ein echter Genuss, Leute. Es ist sicher warm, man hat Strom. Was zum Teufel war das? Ich versteh's nicht.
Ach so, schaut mal, da ist ein loses Kabel am Generator. Das kann nicht von selbst passiert sein. Jemand muss es rausgezogen haben. Das heißt, auch mein Sicherheitssystem funktioniert nicht mehr. Mann, ich sollte schnell bei den Jungs unterkommen. Wow. Hey, mach auf! Hey, wieso erschreckst du mich? Jemand hat mir da mein Licht abgestellt. Die Drähte vom Generator sind gekappt worden. Du hast da drüben eine Kamera. Können wir das irgendwie ansehen? Genau! Das hier ist mein Baby. Ich hab's dir alles auf mein Handy dupliziert. Schauen wir, was das war. Was zum Teufel? Serioga! Serioga! Sergei! Serioga! Ja! Lass mich rein! Oh, ich riech's dir natürlich. Kommen Sie schnell rein, was ist denn los? Wir haben uns die Kameras von Glenn angesehen. Also, irgendein Moser hat da die Drähte von Glenn durchgeschnitten. Wir müssen uns sofort von ihm isolieren. Komm. Oh, es ist ein bisschen eng hier drin. Das war nicht nur einfach ein Tier, das war ein Ungeheuer. Deshalb müssen wir dringend diese Leiter absägen. Nun, es gibt keine andere Möglichkeit. Serioga, dort drüben kann die Leiter abendieren und wird hier reinkommen. Komm, Säge. Komm schon, Serioga. Warum hast du so lange gebraucht? Das ist alles. Fast. Oh, wow. Ich bin sicher, er wird... Oh, hast du es gesehen? Ich hab es gesehen. Hast du das gehört? Mach die Lichter aus. Lass uns ihm folgen. Ich habe ein Fernglas. Richtig. Ich sehe es. Was? Was ist da? Und ich glaube nicht, dass es ein Monster ist. Warum? Es ist ein Mann in einem Buschanzug. Lass mich mal diesen Busch sehen. Leute, wann wollt ihr uns so einen harten Prank spielen? Das ist so das Kostüm von Kubikov. Er hat das Kostüm schon mindestens 3-mal benutzt. Dieses Kalberg? Lasst uns jetzt auch einen Streich abspielen und ihn fangen. Aber sowas von. Lassen wir ihn also näher kommen und dann fangen wir ihn. Schmeiß den Grill an. Oh, was für ein leckeres Gericht, Glentik. Woher in aller Welt hast du denn so ein Rezept? Das ist ein sehr geheimes Rezept. Niemand kennt es. Es sind nämlich die leckersten Würstchen der ganzen Welt. Leute, ich geh jetzt Soßen holen. Also, komm schon, koch zu Ende. Serioga, warte, ich komm mit dir. Ich werde die geheimen Getränke holen. Und dann hole ich mal die Becher für die geheimen Getränke. Cool, Leute, es muss atmen. Ich frage mich, was sie da drin haben, das so gut riecht. Wow, ich sollte mal näher rankommen. Und noch näher und mal schauen. Hey, ich hab dich.